Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein. Schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Selbstliebe. Denn alles beginnt doch mit der Liebe zu uns selbst. Erst wenn wir wirklich in der Lage sind, uns selbst zu lieben, können wir unser Leben auch glücklich und erfüllt erleben. Was ist aber, wenn du es einfach nicht schaffst, dich selbst zu lieben? Wenn ich auf meine Vergangenheit zurückblicke, dann erkenne ich, dass ich, obwohl ich schon vor einigen Jahren bewusst damit angefangen habe, an meiner Selbstliebe zu arbeiten, tatsächlich erst seit kurzem immer mehr in der Lage bin, wirkliche Liebe für mich selbst zu empfinden. Und zwar eben nicht nur dann, wenn es gut läuft, wenn ich Erfolgserlebnisse habe oder gut gelaunt bin, sondern auch dann, wenn ich Fehler mache, wenn mir etwas nicht gelingen möchte, wenn ich verzweifelt oder schlecht gelaunt bin oder wenn ich von Menschen kritisiert oder abgelehnt werde. Und genau da fängt ja eigentlich auch erst wahre Selbstliebe an. Denn es ist leicht, uns selbst zu lieben, wenn es gut läuft. Die wahre Kunst hinter Selbstliebe ist es, uns genau in den Momenten lieben zu können, wenn die Dinge eben nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen. In dieser Podcast-Folge teile ich meine Erfahrungen, die ich auf meinem Weg der Selbstliebe machen darf, und meine wertvollsten Erkenntnisse mit dir, die mich dabei unterstützen, mich immer mehr lieben zu lernen. Also mach's dir gemütlich und lehn dich zurück. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Warum ist es denn überhaupt so schwer, uns selbst zu lieben? Man könnte ja meinen, dadurch, dass wir eigentlich rund um die Uhr mit uns zusammen sind, sollte es uns irgendwann mal leicht fallen, uns zu lieben. Ich glaube, es ist deshalb so schwer, uns wirklich selbst zu lieben, weil unser Selbst so vieles ausmacht, was wir nicht verstehen können, was wir nicht durchschauen können, was wir uns nicht aussuchen können und was wir sogar ablehnen. Wir sind so vieles, mit dem wir uns nicht wirklich anfreunden können, vor dem wir vielleicht sogar weglaufen möchten. Und hierbei handelt es sich vor allem um die Anteile, die uns zu einem Menschen machen. Unser Unterbewusstsein, unser Körper, unsere Emotionen, Gedanken, Schattenaspekte, animalischen Kräfte, Triebe und unsere DNA, in der die gesamte Menschheitsgeschichte eingespeichert ist. All das sind Kräfte in uns, die wir teilweise überhaupt nicht verstehen können und vor allem nicht kontrollieren können. Und genau das macht uns Angst vor uns selbst. Und es ist wahnsinnig schwer, das lieben zu können, wovor wir Angst haben. Wenn du dich in einem sehr nervösen, ruhelosen, zerstörerischen oder auch depressiven oder negativen Zustand befindest, dann kannst du davon ausgehen, dass du dich wahrscheinlich noch nicht so sehr liebst, sondern dass es da noch einige Anteile in dir gibt, die du ablehnst, vor denen du vielleicht sogar Angst hast und vor denen du genau deshalb vielleicht sogar flüchten musst. Das klingt ein bisschen komisch, dass wir vor uns selber flüchten können, aber genau das ist möglich. Und genau das machst du auch, wenn du dich in einem sehr getriebenen, gestressten, nervösen und ruhelosen Zustand befindest, in dem du eigentlich die ganze Zeit vor etwas flüchtest, ohne zu wissen, vor was du eigentlich flüchtest. Man kann auf vielen verschiedenen Wegen vor sich davonlaufen. Es gibt Menschen, die flüchten vor sich selbst, indem sie sehr aktiv sind, ständig in Bewegung sind, viel machen, viel leisten, immerzu beschäftigt sind. Dabei fühlen sie sich aber nicht in Liebe oder Freude, sondern eben getrieben, abgehetzt und gestresst. Und es gibt Menschen, die gehen sich selbst aus dem Weg, indem sie sehr passiv sind,
sich zurückziehen, viel konsumieren, sich von anderen berieseln lassen, sich anpassen und funktionieren. Wirklich in Liebe mit sich selbst sind beide Menschen davon nicht, weder die Aktiven noch die Passiven. Ob du wirklich eine Verbindung zur Liebe in dir hast, das fühlst du. Liebe ist etwas, das du fühlst. Und wie fühlt es sich denn eigentlich an, sich selbst zu lieben? Menschen, die sich viel Gutes tun, sich viel gönnen oder sich selbst beschenken, sind noch lange nicht mit der Liebe in sich verbunden. Es kann sogar sein, dass sie sich gerade deshalb so viel gönnen, leisten, sich verwöhnen, in Urlaub fahren, sich selbst beschenken, weil sie eben nicht mit der Liebe in sich verbunden sind. Wenn du wirklich mit der Liebe in dir verbunden bist, dann fällt der Stress von dir ab. Du fühlst dich geliebt, zu Hause, wohl, sicher und beschützt in dir. Du weißt, dass alles gut ist. Du fühlst, dass du richtig und in dir gut aufgehoben bist. Du fühlst dich verbunden und nicht mehr einsam. Du fühlst ein Vertrauen in dir, dass du genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und möchtest diese Liebe, die du fühlen kannst, mit der Welt und mit den anderen Menschen teilen. Wenn du mit der Liebe in dir verbunden bist, dann möchtest du nicht geben, um damit eine Gegenleistung zu bekommen, sondern du gibst, weil du in dir erfüllt bist und dir das Geben Freude bereitet. Du konsumierst natürlich auch mal, wenn du mit der Liebe in dir verbunden bist, weil du zum Beispiel etwas brauchst, aber eben nicht mehr, um die Leere in dir zu füllen. Du gönnst dir natürlich auch etwas, wenn du dich selbst liebst. Aber du musst das eben nicht mehr machen, weil du dich so einsam und ungeliebt fühlst, sondern du gönnst dir etwas, weil du es dir wert bist, dich gut um dich zu kümmern, weil du dir etwas bedeutest, weil du dir zum Beispiel etwas Gutes tun möchtest, weil du zum Beispiel auch deinem Körper etwas Gutes tun möchtest, weil dein Körper natürlich auch deine Liebe und Aufmerksamkeit braucht, um sich wohlfühlen zu können und um gesund zu sein. Wenn du dich selbst liebst, dann musst du die Dinge nicht mehr tun, um dich damit geliebt zu fühlen, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder dich zugehörig zu fühlen, sondern dann tust du die Dinge, weil du dich so in Liebe fühlst, weil du aufmerksam bist, weil du dich als Teil des Ganzen siehst und du etwas Positives bewirken möchtest mit dem, was du tust. Wer wirklich liebt, der will diese Liebe am liebsten mit der ganzen Welt teilen. Ich glaube, dass es bei der Selbstliebe darum geht, sich mit allem, was uns ausmacht, immer mehr lieben zu lernen und damit auch immer mehr Liebe und Mitgefühl für die anderen Menschen empfinden zu können und mehr Liebe auf diese Erde bringen zu können. Denn wir sind der Kanal für die Liebe. Nur über uns Menschen kann die Liebe bewusst auf dieser Erde verwirklicht werden. Wenn wir die Liebe nicht auf die Erde bringen, gibt es in unserem Leben keine Liebe. Dann gibt es nur Natur. Und dadurch, dass so viele Menschen die Liebe im Außen suchen, von anderen erwarten, dass sie ihnen die Liebe geben müssen, nach der sie sich sehnen, ist unsere Welt, wie sie ist. Jeder Mensch, der im Außen nach der Liebe sucht, der Liebe im Außen hinterherläuft, anstatt sie in sich selbst zu entwickeln und zu leben, trägt eigentlich dazu bei, dass die Welt liebloser wird. So hart das klingt. Ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass wir uns dieses Bewusstsein erschaffen müssen, dass wir es sind, die die Liebe auf die Erde bringen. Und zwar in unser Leben. Und wenn es nur das ist, um das wir uns kümmern,
Wenn das die einzige Aufgabe ist, die wir uns in unserem Leben machen möchten, Liebe in unser Leben zu bringen, dann haben wir, glaube ich, schon alles richtig gemacht. Denn damit kann eigentlich alles ausgelöst werden, was wir uns in unserem Leben wünschen. Ich glaube, bei der Selbstliebe geht es nicht darum, dass immer alles gut ist, dass wir nur noch Liebe empfinden können. Ich glaube, darum geht's überhaupt nicht. Damit würden wir unsere Menschlichkeit verlieren und hätten auch kein Mitgefühl mehr für andere. Denn wann empfinde ich denn Mitgefühl für einen anderen Menschen? Wann mache ich mich denn überhaupt auf, etwas zu verändern und vielleicht auch anderen Menschen zu helfen? Das mache ich doch nicht dann, wenn ich nur noch Liebe empfinde, sondern das mache ich genau dann, wenn ich weiß, wie sich auch der Schmerz anfühlt, wenn ich weiß, wie sich Leid anfühlt. Wenn ich selber nicht weiß, wie sich Schmerz und Leid anfühlt und auch überhaupt keinen Bezug mehr zu dem Leid auf dieser Erde habe, dann kann ich das ja gar nicht nachempfinden, wie sich manche Menschen fühlen. Dann sehe ich die Menschen mit den Augen der Liebe und Liebe lässt alles, wie es ist. Liebe muss die Welt nicht verändern. Liebe kann alles annehmen, wie es ist und alles sein lassen, wie es ist. Ohne Menschlichkeit, all das, was uns zu einem Menschen macht, und das ist nun mal sehr viel Leid und Schmerz, wir brauchen uns ja nur mal die Geschichte des Menschen ansehen. Ohne diese Menschlichkeit kann die Liebe nicht auf die Erde gebracht werden. Denn es ist der Schmerz, der uns mit den anderen Menschen auf einer menschlichen Ebene verbindet. Und zum Menschsein gehört es genauso dazu, von unseren Ängsten konfrontiert zu werden, immer mal wieder zu zweifeln, dass negative Gedanken in uns hochkommen. Oder wir Emotionen fühlen, die uns eben nicht gut fühlen lassen, wie zum Beispiel ein Gefühl der Unfähigkeit, der Einsamkeit, der Traurigkeit, der Machtlosigkeit. Und zum Menschsein gehört es eben genauso dazu, Gefühle in uns fühlen zu können, die sich gut für uns anfühlen. Genauso wie diese eine Seite des Leidens und des Schmerzens zum Menschsein dazugehört, gehört auf der anderen Seite aber genauso auch die Freude, die Liebe, der Frieden, der Erfolg, uns gut zu fühlen, uns fähig zu fühlen, zum Menschsein dazu. Beides gehört zusammen. Weder nur das eine noch nur das andere wird uns in unserem Leben erfüllen. Liebe und Mitgefühl für die anderen Menschen auf einer menschlichen Ebene empfinden zu können, funktioniert nur, wenn wir auch wissen, wie sich Schmerz und Leid anfühlt. Genau deshalb gehören die beiden Dinge auch immer zusammen. Und wichtig ist es einfach nur, dass wir uns bewusst machen, dass wir der Kanal sind. Für beides. Wir sind der Kanal für die Liebe und wir sind der Kanal für das Leid. Weil wir beides sind. Wir sind die universelle Liebe in Form von unserer Seele und wir sind das Leben. In Form von unserem menschlichen Körper, mit allem, was dazugehört. Wir bringen die Liebe in unser Leben oder wir bringen das Leid in unser Leben. Das liegt einzig und allein an uns selbst. In dem, wie wir sind, welche Gedanken wir täglich denken, in welchen Emotionen wir verhaftet bleiben, wie wir die Dinge bewerten, welche inneren Einstellungen wir haben. Was wir über die Welt oder uns selbst glauben. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht menschlich sein dürfen. Wir können sogar nur die Liebe in die Welt bringen, wenn wir menschlich sind. Wenn wir dieses Leid und den Schmerz, der auch tief in uns selbst drinnen ist, zulassen. Denn nur weil der Schmerz in uns ist, möchten wir ja auch etwas verändern. Das ist genau das, was uns antreibt. Ich kann doch heute auch nur so viel Willensstärke für meine Sache aufbringen, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich in sich selbst und seinem Leben so verzweifelt fühlt, dass man am liebsten tot sein möchte. Weil eben noch dieser Restschmerz in mir drinnen ist. Genau deshalb kann ich überhaupt erst diese Leidenschaft für das entwickeln, was ich hier mache.
nur über unsere Emotionen erkennen wir erst, was uns auf der Welt nicht gefällt und was wir anders haben möchten. Wenn wir nur Liebe sind, dann machen wir gar nichts. An der Liebe müssen wir nicht arbeiten. Die Liebe ist immer und überall und in jedem Menschen vorhanden. Es gibt diesen Teil in uns, der lieben kann. Und unser Herz ist die Türe zu dieser Liebe. Unser Herz ist der Teil in uns, der die Liebe mit dem Leben verbindet. Über unser Herz können wir sozusagen die universelle göttliche Liebe in unser Leben als Mensch fließen lassen. Doch bevor wir ein Gefühl der Liebe gegenüber uns selbst empfinden können, muss es für uns zuerst einmal einen offenen Zugang zu unserem Herzen geben. Dies funktioniert aber nicht nur, weil wir das vom Verstand her wollen. Denn der Zugang zu unserem Herzen ist auf tieferen Ebenen als den Verstand versperrt. Und wir können das auch nicht mit unserem Verstand kontrollieren, dass sich der Zugang zu unserem Herzen öffnet. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als wären auf dem Weg zu unserem Herzen, auf unserer Verbindung zu unserem Herzen, ganz viele verschiedene Mauern aufgestellt, an die wir nicht so einfach vorbeikommen. Diese Mauern zu überwinden, oder besser gesagt, diese Mauern verschwinden zu lassen, bedarf zuerst einmal die Arbeit auf verschiedenen Baustellen, bei denen wir eben diese Mauern langsam abbauen. Und eine der wichtigsten Baustellen, um die wir uns kümmern sollten, ist es, den Widerstand gegenüber dem Leben als Mensch auf dieser Erde aus dem Weg zu räumen und zu lernen, uns als Mensch zu lieben. Denn wenn wir das Menschsein auf dieser Erde ablehnen, dann können wir uns niemals wirklich selbst lieben, weil wir ein Mensch sind. Deshalb könnte der erste Schritt auf deinem Weg zur wahren Selbstliebe sein, dir einmal bewusst darüber zu werden, was es eigentlich wirklich bedeutet, ein Mensch dieser Erde zu sein. Wahre Selbstliebe schließt meiner Meinung nach den Körper, den Geist und die Seele mit ein. Sie umfasst den Menschen als lebendiges Wesen in uns, genauso wie das spirituelle, überirdische Wesen in uns, das unabhängig von dem Leben auf der Erde auch existiert. Beide Teile in uns brauchen Beachtung und Liebe von uns, um uns in unserer Gesamtheit wohlfühlen zu können. Es gibt Menschen, die lehnen ihren menschlichen Körper ab und sind sehr mit dem Spirituellen verbunden oder denken zumindest, dass sie mit dem Spirituellen verbunden sind. Das funktioniert aber nicht, wenn wir das Menschsein ablehnen. Und es gibt Menschen, die lehnen total diese spirituelle Seite ab, die verleugnen diese Seite sogar und lehnen es total ab, dass es etwas Höheres geben könnte oder dass es so etwas wie die universelle Liebe geben könnte. Und im Prinzip ist es egal, um welche Ablehnung es sich hierbei handelt. Wenn das eine abgelehnt wird, kann man das andere auch nicht richtig leben. Denn beides gehört in diesem Leben als spirituelles Wesen in einer menschlichen Erfahrung zusammen. Meiner Erfahrung nach behandeln sich die Menschen vor allem dann schlecht, wenn ihnen ihr Leben und Dasein nichts wert ist oder wenn sie es sogar ablehnen, hier zu sein, weil sie nicht erkennen, warum sie eigentlich hier sind und vor allem auch nicht erkennen, dass sie der Schöpfer ihres Lebens sind und einen Einfluss darauf haben, wie ihr Leben verläuft. Menschen, die noch nicht verstehen, wie das Spiel des Lebens funktioniert, die also noch nicht aufgewacht sind, haben häufig die Verantwortung für sich abgegeben und schieben die Schuld für ihren Zustand auf die anderen Menschen, auf die Welt, auf das Leben, wie es ist, und können sich genau deshalb oft nicht selbst lieben, weil sie eben noch nicht so leben, dass es sie mit Liebe erfüllt. Und hier kann ich ganz klar von meiner eigenen Erfahrung sprechen.
als ich noch keine Ahnung hatte, warum ich eigentlich hier bin und mich als Opfer des Lebens gesehen habe. Ich einen totalen Widerstand gegenüber dem Leben hatte, weil ich das Spiel noch nicht verstanden habe, weil ich noch geschlafen habe, weil ich noch überhaupt nicht aufgewacht war, weil ich überhaupt noch nicht erkannt habe, dass ich selber mein Leben mit dem, wie ich bin, erschaffe. Dass ich mir selber meinen Zustand erschaffe in dem, wie ich bin. Und dass es in meiner Macht liegt, das zu verändern. Habe ich einen richtigen Selbsthass gegenüber mir entwickelt und habe meinen Körper auch total schlecht behandelt. Wenn wir unser eigenes Leben ablehnen, in einer Situation bleiben, die wir nicht möchten und hier keinen Ausweg sehen und nicht wissen, wie wir mit den dazugehörenden Emotionen, wie zum Beispiel Hassgefühle, Frust, Verzweiflung, Machtlosigkeit umgehen sollen, dann richten wir genau die Energie dieser Emotionen, und das ist eine sehr starke Energie, gegen uns selbst und zelebrieren eigentlich damit Selbstzerstörung. Für mich bedeutet es, mich selbst zu lieben, wenn ich mich als Mensch liebevoll und wertschätzend behandle, mir alles gebe, was ich und mein Körper brauche, um mich wohlfühlen zu können, auf meine Bedürfnisse achte und alles dafür tue, um mich so in meinem Leben zu fühlen, wie ich es mir wünsche. Das ist für mich Selbstliebe. Und diese Selbstliebe kann man lernen. Ich glaube sogar, dass das mit dazugehört, dass man das erstmal lernt, weil wenn wir uns in einem sehr selbstzerstörerischen Zustand befinden, dann kann dieser Zustand uns auch zur Gewohnheit werden. Dann ist es ganz normal für uns, dass wir abwertende Gedanken über uns denken, dass wir uns in Gedanken selber schlecht machen, dass wir unseren Körper total schlecht behandeln. Dann ist das unser normaler Zustand und wenn wir das viele Jahre so leben, dann ist das eine Gewohnheit geworden. Und eine Gewohnheit kann man nur verändern, wenn man das umlernt. Wenn man eine neue Gewohnheit etabliert und diese Gewohnheit langsam ins Leben einführt. Und das ist ein Prozess. Das geht meistens nicht von heute auf morgen, weil sich diese Gewohnheiten, die wir über viele Jahre leben, sehr tief in uns verankern. Wir können es uns dann oft gar nicht mehr anders vorstellen, anders zu sein. Aber wir können eben anders sein. Es gibt diese Möglichkeit und diese Möglichkeit ist ein Weg. Und du kannst heute damit anfangen, diesen Weg zu gehen, indem du zuerst einmal ein Interesse an dich selbst entwickelst. Denn wie entsteht denn Liebe? Wie entsteht denn Liebe gegenüber einem anderen Menschen? Du kannst das wirklich so sehen, wie wenn du dich selber ganz neu kennenlernst. Zuerst einmal haben wir Interesse an diesem Menschen. Wir sind neugierig. Wir wollen mehr von ihm wissen. Wir wollen mehr von ihm erfahren. Es interessiert uns, was in diesem Menschen vor sich geht. Es interessiert uns, was diesen Menschen interessiert, was dieser Mensch gern macht, was diesen Menschen bewegt. Also der erste Schritt auf dem Weg in die Selbstliebe könnte für dich sein, ein Interesse für dich zu entwickeln und dich selber immer besser kennenzulernen. Auf diesem Weg wirst du lernen, dir immer sympathischer zu werden. Du wirst lernen, dich immer mehr zu mögen. Und irgendwann wirst du immer mehr schöne Dinge an dir entdecken, so wie es ist, wenn wir einen anderen Menschen kennen und lieben lernen. Der wird doch dann auch immer schöner für uns. Irgendwann hast du dich dann vielleicht richtig gern und irgendwann entsteht dann ein Gefühl der Liebe gegenüber dir selbst. Manchmal entdecken wir vielleicht auch Dinge an uns, die wir nicht an uns mögen, so wie es uns vielleicht auch mit anderen Menschen geht. Aber genau dann geht es eben auch darum, diese Beziehung zu uns weiterhin zu pflegen und unser Menschsein zu akzeptieren. Denn zum Menschsein gehört es auch mal dazu, etwas nicht zu mögen. Etwas nicht an uns zu mögen heißt nicht, dass wir uns komplett aufgeben müssen. Ganz im Gegenteil. Etwas nicht an uns zu mögen bedeutet, dass da noch Potenzial da ist, uns noch mehr lieben lernen zu können. Ich glaube, der große Irrtum bei Selbstliebe ist, dass wir das von jetzt auf gleich haben wollen. Wir wollen uns jetzt in diesem Moment sofort lieben. Aber so entsteht Liebe nicht. Liebe ist etwas, das wächst, auch gegenüber uns selbst.
indem wir anfangen, eine liebevolle Beziehung mit uns selbst einzugehen und aufzubauen, so wie wir das auch mit anderen Menschen machen. Deinen Körper kannst du zum Beispiel lieben lernen, wenn du anfängst, ihn liebevoll und wertschätzend zu behandeln und ihm alles gibst, was er braucht, um sich wohlfühlen zu können. Ein einfacher Weg, Selbstliebe gegenüber dem Körper zu zelebrieren, ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall, seine Ernährung zu verändern. Denn die Ernährung ist so greifbar. Man muss einkaufen gehen, man muss sich die Sachen kaufen. Man muss sich dann auch das Essen zubereiten. Das ist alles, was im Außen stattfindet. Das hat alles mit Handlungen zu tun. Das geht eigentlich viel leichter, eine Handlung zu verändern, als eine innere Einstellung zu verändern. Aber um diese tiefen inneren Einstellungen verändern zu können, ist es ganz wichtig, dass wir zuerst mal im Außen unsere Handlungen verändern. Und je länger wir das machen, desto tiefer sickert dann diese Veränderung auch in unser Inneres. Deshalb, wenn du lernen möchtest, dich selbst zu lieben, guck dir mal deine Ernährung an und schau mal, was du da verbessern kannst. Allein hier ist häufig schon sehr viel zu tun. Und wir brauchen ja etwas, was wir tun können, wenn wir uns verändern möchten. Denn unser Verstand möchte beschäftigt sein. Und solange wir nicht aktiv etwas Neues tun, mit dem wir uns beschäftigen können, wird sich unser Verstand immer wieder dahin ausrichten, was er kennt, was ihm vertraut ist. Also wir brauchen Neues, um uns zu verändern. Neue Gewohnheiten, die uns gut tun. Und wenn du deinen Körper lieben lernen möchtest, dann gibst du deinem Körper alles, was er braucht, damit er sich wohlfühlt. Eine gesunde Ernährung, Wasser, Sauerstoff, Bewegung, Licht, Natur, Pflege. Das kann erstmal anstrengend sein und Disziplin erfordern, aber das wird mit der Zeit immer leichter, weil das einfach so mit den Gewohnheiten ist. Gewohnheiten zu verändern ist am Anfang immer anstrengend, aber es wird immer leichter und es wird dir damit immer besser gehen. Und du wirst damit eine liebevolle und wertschätzende Beziehung mit deinem Körper aufbauen. Und eine andere Möglichkeit, dich als Mensch lieben zu lernen, ist, deinen Geist lieben zu lernen. Und deinen Geist kannst du lernen zu lieben, wenn du lernst, die Gedanken, die kommen, als ein Beobachter wahrzunehmen und dich für diese Gedanken, die häufig negativ sind, nicht auch noch zusätzlich zu verurteilen, sondern es zu erkennen, wenn du dich in einer negativen Gedankenspirale befindest, innezuhalten und dir Zeit zu nehmen, zum Beispiel mal deine Gedanken aufzuschreiben, damit die mal deinen Kopf verlassen können. Denn häufig befinden wir uns in Gedankenspiralen, weil wir nicht zu Ende denken können. Und wir kreisen und kreisen dann immer wieder um das gleiche Problem. Meistens ist es ein Problem, um das sich unsere Gedanken kreisen. Und wenn wir uns einmal alles aufschreiben, dann kann der Kopf ein bisschen leerer werden. Und wenn wir diese Beobachterrolle einnehmen, dann sehen wir eben, dass wir noch was anderes sind. Dann müssen wir uns mit unseren Gedanken nicht mehr identifizieren, sondern wir erkennen, die Gedanken sind ein Teil von uns, der dazugehört. Wir sind denkende Wesen, denn mit unseren Gedanken können wir unser Leben erschaffen. Aber wir müssen uns eben von unseren Gedanken nicht mehr beherrschen lassen, sondern wir sind der Steuermann. Aber häufig funktioniert das eben nicht, wenn wir negativ denken und uns dafür auch noch verurteilen und das weghaben wollen. Wenn wir dann innerlich das Schimpfen anfangen, dass wir so dumm sind, dass wir immer noch negativ denken, dann wird die ganze Sache nur noch schlimmer. Sondern einfach den Gedanken wahrnehmen und eher so spielerisch an die Sache rangehen und versuchen, sich dann zu sagen, oh, was hast du mir denn jetzt da wieder zu sagen? Ich bin schon da und höre dir zu. Ich schreibe mir das auch gerne auf, was du mir sagen möchtest. Und dann konzentriere ich mich wieder auf das, wo ich hin möchte. Und wenn wir uns bewusst machen, wofür wir unsere Gedanken eigentlich haben, nämlich um unsere Schöpferkraft einsetzen zu können, dann ist es ganz wichtig, uns auch etwas zu suchen, wohin wir unsere Schöpferkraft hin ausrichten können. Denn wie gesagt, unser Verstand möchte beschäftigt sein. Und
Wenn wir nichts haben, wofür wir unsere Gedankenkraft einsetzen können, dann sucht sich unser Verstand selbst eine Beschäftigung. Und da unser Verstand auch dazu da ist, unser Überleben zu sichern, beschäftigt er sich häufig mit Problemen. Und diese Problembeschäftigung hält uns auf. Sie macht uns klein, sie hält uns zurück, sie hält uns in der Gedankenspirale fest. Deshalb ist das schnellste und einfachste, deinen negativen Geist zu beruhigen, dir einmal klar darüber zu werden, was du in deinem Leben erschaffen möchtest und dir das alles aufzuschreiben und dahin dann deine Aufmerksamkeit immer wieder zu richten. Denn wenn du dieses Ziel vor Augen hast, dann kannst du eben viel besser diese negativen Gedankenkreisläufe verlassen und dich wieder daraufhin ausrichten, wo du hin möchtest. Aber wenn das fehlt, dann weiß dein Verstand ja gar nicht, wo er hin soll. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir Ziele im Leben haben und dass wir uns wieder erlauben zu träumen. Egal wie weit entfernt sich das auch in dem Moment für uns anfühlt, was wir uns wünschen. Genau deswegen sind wir eigentlich hier. Wir sind hier, um unsere Wünsche zu erfüllen. Wenn wir anfangen, unsere Wünsche und Träume zu verwirklichen, dann gestalten wir damit unser Leben so, wie wir es uns wünschen. Und genau dann wird unser Leben auch zu etwas, was uns bereichert, was uns erfüllt. Warum sind denn die meisten Menschen so gelangweilt in ihrem Leben? Weil sie genau das gar nicht tun. Weil sie überhaupt nicht an ihren Träumen und Wünschen arbeiten, weil sie sich noch nicht mal im Klaren darüber sind, was für Träume und Wünsche sie haben. Weil sie einfach nur so ihr Dasein fristen und fast schon dahin vegetieren. Genau deshalb sind wir doch so depressiv, lethargisch, lustlos, weil wir gar nichts dafür tun, die Freude in uns, die Begeisterung in uns zu entfachen. Und genau mit dem, dass wir uns klar werden, wie wir unser Leben gestalten möchten und dann damit anfangen, genau das zu tun, genau damit können wir uns die Freude am Leben zurückerobern. Ja, und wie gesagt, zu unserem Menschsein gehört auch unsere Seele. Und genau deshalb sollten wir auch lernen, unsere Seele lieben zu lernen. Oft haben wir gar keine Verbindung zu unserer Seele. Vor allem dann, wenn wir uns eben in einem sehr depressiven, schlechten Zustand in unserem Leben befinden, dann ist die Verbindung zu unserer Seele oft gar nicht spürbar, gar nicht da. Aber diese Verbindung zu unserer Seele ist etwas, das wir bewusst pflegen müssen. Also wir müssen das aktiv tun, um diese Verbindung auch aufzunehmen. Und deine Seele kannst du eben lieben lernen, wenn du lernst, dich zuerst einmal auf deine Gefühlswelt einzulassen. Weil die Gefühle die Sprache sind, mit der deine Seele mit dir kommuniziert. Deine Gefühle teilen dir immer mit, in was für einem Zustand du dich in deinem Leben befindest und zeigen dir, mit was du nicht zufrieden bist, was du nicht gerne möchtest und zeigen dir auch, was dir gut tut, was dir gefällt. Gerade dann, wenn du sehr im Kampf mit dir bist, ist eigentlich einer der wichtigsten Schritte, zuerst einmal Frieden mit deiner Gefühlswelt zu schaffen. Denn dieser Kampf, in dem du dich befindest, ist eigentlich der Kampf gegen deine eigenen Emotionen, die du nicht fühlen möchtest. Und das fühlt sich dann so furchtbar schrecklich in uns an. Da fühlen wir uns dermaßen innerlich zerrissen, wir fühlen uns gestresst, wir fühlen uns in einem Kampf-Flucht-Modus. Also wir kämpfen, wir fliehen, das ganze Leben wird zur Gefahr. Und das können wir nur lösen, wenn wir uns wirklich auf unsere Gefühle einlassen und wenn wir lernen, unsere Gefühle zu empfinden. Auch wenn wir Angst davor haben. Meistens ist es ja die Angst vor dem Schmerz, der uns gegen die Gefühle kämpfen lässt. Aber dieser Schmerz, der würde eigentlich, wenn wir die Gefühle zulassen, abfließen können. Wenn dich dieses Thema über die Gefühlswelt mehr interessiert, da habe ich mal eine sehr umfangreiche Podcast-Folge aufgenommen. Den Link dazu tue ich dir in die Shownotes. Ja, und zum Menschsein gehört natürlich auch unser Ego dazu. Also, wenn wir uns selbst lieben lernen möchten, ist es auch ganz wichtig, unser Ego lieben zu lernen. Denn unser Ego ist ein Teil von uns und unser Ego ist immer dabei. Und
Deshalb macht es auch Sinn, Frieden mit dem Ego zu schließen. Und dein Ego kannst du lernen zu lieben, wenn du vor allem auch mit deinen Ängsten Frieden schließt. Denn das, was dein Ego ausrasten lässt, sind eben häufig die Ängste. Unser Ego wird dann laut, wenn es Angst hat, wenn es unzufrieden ist, wenn es sich unsicher fühlt. Aber über das Thema Ängste habe ich auch schon mal eine sehr umfangreiche Podcast-Folge gemacht. Wenn dich das tiefer interessiert, dann hör dir gerne die Folge an. Ich tue dir den Link auch in die Shownotes. Wichtig über das Ego zu wissen ist einfach nur, dass dein Ego ein paar Dinge braucht, um sich wohlfühlen zu können. Und das ist Nahrung, Wärme, Nähe, Schlaf und Sicherheit. Und wenn diese Bedürfnisse gestillt sind, dann fühlt sich das Ego wohl und bleibt ruhig. Wenn diese Bedürfnisse nicht gestillt sind, dann wird es laut. Dann fängt es an zu nerven, zu rebellieren und uns sehr zu beeinflussen. Wenn du darauf achtest, dass diese Grundbedürfnisse in dir gestillt sind, dass du nicht Hunger leiden musst, dass du dir Wärme schenkst, dass du dafür sorgst, dass du Nähe hast zu dir selbst und auch zu anderen Menschen. Und wenn es nur einen einzigen Menschen gibt, mit dem du eine liebevolle Beziehung aufbauen möchtest, dann ist das schon genug für dein Ego. Dass du genügend Schlaf hast und dass du dich sicher fühlst. Das sind die Basics, die du brauchst, um dein Ego in Zaum zu halten. Das sind aber alles Basics, die nur du selber dir geben kannst. Also, du bist erwachsen, du bist für dich verantwortlich. Du bist ja kein Baby mehr, du wirst nicht mehr gefüttert. Deine Eltern müssen dich jetzt nicht mehr in den Arm nehmen und dir Nähe geben und dich ins Bettchen bringen und dir die Sicherheit geben, sondern du bist jetzt selber dafür verantwortlich und darum musst du dich auch kümmern. Und wenn dein Ego laut wird, wenn du in diesen Kampf-Flucht-Modus gerätst, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass du dich um diese Basics noch nicht gut kümmerst. Da kannst du auch lernen, dich selber zu lieben, indem du genau damit anfängst, dir all das zu geben, was dein Ego braucht, um dich nicht zu sehr zu beeinflussen. Ja, und zu guter Letzt ist es natürlich auch wichtig, wenn du wahre Selbstliebe erfahren möchtest, dass du mit dem spirituellen Anteil in dir Frieden schließt und auch den in diese Liebe mit hinein integrierst. Den spirituellen Teil in dir, also diese allumfassende Liebe und göttliche Kraft in dir, kannst du lieben lernen, wenn du lernst, wie diese Kraft wirkt. Denn wenn du mal weißt und erkannt hast, wie diese Kraft wirkt, dann liebst du sie, weil sie dir ermöglicht, das Leben und den Zustand zu erschaffen, den du dir wünschst. Solange du nicht erkannt hast, wie diese Kraft wirkt, wirkt sie unterbewusst und erschafft dir häufig genau den Zustand und das Leben, das du dir nicht wünschst. Und du denkst dann, wie kann es einen Gott auf dieser Welt geben? Oder wie kann es etwas Göttliches geben? Wie kann es die universelle Liebe auf dieser Welt geben, wenn die Welt so furchtbar schrecklich ist und wenn es mir die ganze Zeit schlecht geht und wenn die ganze Zeit in meinem Leben etwas passiert, was ich nicht möchte? Aber das ist eben nicht so, dass es das Göttliche oder diese Kraft nicht gibt, sondern dass du sie falsch einsetzt und dir genau damit das erschaffst, was du eben nicht möchtest. Wenn ich an etwas Höheres denke, man kann es Gott, die Göttlichkeit, die universelle Energie, die Urkraft oder auch die Liebe nennen, dann denke ich an eine Energie, die alles durchströmt, was es gibt und überall und immer ist. Diese Energie ist absolut und grenzenlos und unabhängig von Raum und Zeit. Sie hält die Welt zusammen und verbindet alles miteinander. Wie ein unendliches Netz aus Licht. Sie hat die Eigenschaften von Licht und bewegt sich wie Licht. Das heißt, sie bleibt niemals stehen, sondern strahlt, fließt und dehnt sich permanent aus. Diese Energie ist für mich die Kraft, die alles entstehen lässt,
die die Dinge lebendig werden lässt und die Dinge beseelt. Sie lässt Herzen schlagen und Lungen atmen. Sie lässt Leben und Materie entstehen. Hierbei ist sie absolut wertfrei. Sie verurteilt nicht, sie unterscheidet nicht, grenzt nichts aus und umgeht nichts, sondern fließt überall und immer durch alles, was es gibt. Diese Energie schreibt uns nicht vor, was wir mit ihr machen sollen. Sie stellt sich uns nur zur Verfügung, wie ein Raum unbegrenzter Möglichkeiten und überlässt es uns selbst, wofür wir sie nutzen möchten. Es ist unsere Wahl und Entscheidung, wohin wir diese Energie lenken und was wir damit erschaffen möchten. Wie die Welt momentan aussieht, ist nicht Gottes oder Teufelswerk. Es ist Menschenwerk. Es ist unser Werk. Denn wir sind es, die mit der Unterstützung dieser Energie unsere Welt erschaffen. Und wir können alles erschaffen, was uns diese Energie ermöglicht. Alles, was wir für möglich halten und was innerhalb der physikalischen Gesetze möglich ist, hierbei erschaffen wir immer gemeinsam, denn wir sind über diese Energie mit allem und jedem verbunden. Jeder hat mit der Nutzung dieser Energie nicht nur einen Effekt auf sich und sein eigenes Leben, sondern immer auch einen Effekt auf alles andere und auf die Welt. Dies macht uns zu sehr machtvollen Wesen, die eine große Verantwortung tragen. Die Energie kann Liebe, Hoffnung, Freude, Glück, Freiheit oder grenzenlose Möglichkeiten sein. Sie kann uns leiten, lenken, unterstützen, bewegen und sogar mit uns kommunizieren. Sie kann uns tragen, heilen und wachsen lassen, wenn wir sie für Heilung und Wachstum nutzen und sie tun lassen, was sie tut, fließen, alles durchdringen und sich ausdehnen. Sie kann uns aber auch zweifeln lassen und vernichten, wenn wir versuchen, sie festzuhalten, sie ablehnen, abstoßen, uns vor ihr verschließen oder nichts Bewusstes und Sinnvolles mit ihr machen. Dann kann sie zerstörerisch wirken, weil sie trotzdem immer genau das tut, was sie tut. Fließen, alles durchdringen und sich ausdehnen. Bewusst können wir diese Energie mit unseren Gedanken, Worten, Emotionen und Taten lenken. Unsere Gedanken, Worte, Emotionen und Taten können aber nur dann zu einem mächtigen Werkzeug für die Lenkung von dieser Energie werden, wenn wir diese auch bewusst nutzen. Wenn wir das nicht tun, also unbewusst sind, dann lenken und steuern unsere häufig eher negativen Gedanken und Gefühle. Und vor allem auch unsere unterbewussten Programme dieser Energie. Weil unsere unbewussten Überzeugungen und Glaubenssätze, unsere evolutionären Prägungen und Triebe viel mächtiger sind als unser Verstand. Wenn wir diese Energie bewusst lenken und uns immer mehr bewusst darüber werden, wer wir wirklich sind, können wir damit stärker als unsere unterbewussten Programme werden. Und aus unserem Leben etwas Außergewöhnliches und Wunderschönes machen. Bewusst und achtsam können wir diese Energie lenken, wenn wir uns bewusst mit ihr verbinden und mehr zu dem werden, wie sie ist. Grenzenlos in unserer Vorstellung, vorurteilsfrei in unserem Umgang mit anderen Menschen, mit allem verbunden, mit uns selbst, den anderen Menschen und Mutter Erde. Fließend, sich dem Leben hingebend, wachsend, selbstverantwortlich darauf ausgerichtet, wo wir hin möchten. Sich über das Leben, die Menschen und die Welt aufzuregen oder diese gar zu hassen, ist auch eine Möglichkeit, diese Energie zu lenken. Und auch hier tut sie, was sie tut. Sie gibt genau dem Energie und den das aus, wo du sie hinfließen lässt. Die Frage ist also nicht, hat uns Gott verlassen oder gibt es so etwas wie eine Göttlichkeit überhaupt? Sondern, was möchtest du mit der göttlichen Energie machen und erschaffen? Was möchtest du mit ihrer Unterstützung in deinem Leben für dich und andere bewirken? Und wohin möchtest du diese Energie lenken?
Denn diese Energie wird immer das tun, wofür wir sie nutzen. Vorurteilsfrei, bedingungslos und für uns. Deshalb frage dich immer wieder in deinem Tag, ob du gerade so bist, wie du dein Leben erschaffen möchtest. Denn dein Sein ist es, der diese Energie lenkt. Mit deinem Sein kannst du dich über die unterbewussten Programme, die immer irgendwie in dir ablaufen werden, stellen. Denn diese Kraft in dir ist größer als die unterbewussten Programme, die in dir ablaufen. Du musst dir einfach nur klar darüber werden, dass du auch Teil dieser Kraft bist und diese Kraft in dir ist und gerade mit deinen Emotionen diese Energie lenkst. Eine wunderschöne Übung, um mit dieser Energie arbeiten zu können, ist es, dass du in der Begegnung mit den Menschen, denn das ist es doch, was uns in unseren Emotionen am meisten beeinflusst, dass du in den Begegnungen mit den Menschen so tust, als würdest du jeden Menschen, der dir begegnet, das erste Mal begegnen. Und dass du bei jeder Begegnung mit einem Menschen versuchst, etwas Positives an diesem Menschen zu finden. Und wenn es nur die Augenfarbe ist, das ist egal. Versuch mal, die Menschen, gerade die Menschen, die dich sehr triggern, zum Beispiel irgendwelche Arbeitskollegen, denen du immer wieder begegnest, so zu begegnen, als würdest du sie das erste Mal sehen. Und verhalte dich dann auch mal so, als würdest du sie das erste Mal sehen. Wünsche ihnen zum Beispiel einen guten Morgen, lächle sie an und guck mal, was das mit den anderen Menschen macht. Es kann sein, dass die dann total erschrecken, wenn ihr bisher noch nicht viel miteinander gesprochen habt. Das ist eine wunderschöne Übung, zu lernen, diese Energie für dich zu nutzen. Denn die Meinung, die wir von den Menschen haben, ist unsere Meinung. Wir sehen immer nur das im anderen Menschen, was wir selber auch ausstrahlen, auch wenn wir das nicht hören möchten. Die anderen Menschen spiegeln uns das, was uns nervt, das, was wir ablehnen, das, was uns aufregt und schleudern es wie ein Spiegel zu uns zurück. Wie die Menschen wirklich in sich sind, das können wir nicht wissen. Aber wir können uns mit dem, wie die Menschen wirklich in sich sind, mit diesem Kern der Liebe verbinden, weil die Liebe immer und überall ist. Und wir können die Menschen mit den Augen der Liebe neu entdecken. Wie wir die Menschen momentan bewerten, ist genauso eine Gewohnheit wie der Umgang mit uns selber. Das ist etwas, das wir neu lernen müssen, wenn wir es verändern möchten. Und jemanden ein Lächeln zu schenken, dem ich das vielleicht jahrelang nicht geschenkt habe, ist nicht hinterhältig. Es fühlt sich in dem Moment komisch an und wir denken uns, das ist doch dann nicht echt. Wenn ich jetzt jemanden anlächle und einen guten Morgen wünsche, den ich eigentlich gar nicht mag. Aber was ist denn dieses Nicht-Mögen? Dieses Nicht-Mögen bezieht sich eigentlich immer auf uns selbst. Es bezieht sich nicht wirklich auf den anderen Menschen, denn wir kennen den anderen Menschen nicht, wie er wirklich ist. Wir kennen nur die Fassade. Und die Emotionen, die der andere in uns auslöst, die haben etwas mit uns zu tun. Um Gewohnheiten zu verändern und sei es diese Begegnungen mit den anderen Menschen oder die Beziehung mit uns selber, müssen wir erstmal durch ein komisches Gefühl durch. Das fühlt sich am Anfang immer etwas unehrlich komisch an, wenn ich jetzt mich plötzlich gut behandle, wenn ich mir jetzt plötzlich was Gutes tue. Das war bei mir auch so, als ich angefangen habe, diesen Weg zu gehen. Als ich plötzlich 2 Tage mal gut gelaunt war damals, dann war das schon total komisch für mich. Dann habe ich schon gedacht, da stimmt doch irgendwas nicht. Das kann doch gar nicht stimmen, dass ich jetzt 2 Tage gut gelaunt bin. Dann habe ich Angst bekommen und dann war die gute Laune aber auch ganz schnell wieder weg. Und das uns bewusst zu machen, die Veränderung von uns selbst fühlt sich erstmal komisch an, unehrlich, vielleicht sogar hinterhältig. Aber da müssen wir durch, wenn wir uns verändern möchten. Und irgendwann kommt der Switch, da fühlt es sich normal an für uns, dass wir uns gut fühlen, dass wir eine liebevolle Beziehung mit uns selber haben und dass wir auch die anderen Menschen mit Augen der Liebe und des Mitgefühls sehen können. Und wenn der Zustand mal erreicht ist, dann wird das Leben richtig, richtig schön. Und das wünsche ich dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Und
mit diesen Worten möchte ich diese Podcast-Folge jetzt auch gerne beenden. Ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge ein bisschen Klarheit gewinnen konntest, wie du das Thema Selbstliebe für dich angehen kannst. Und wenn du persönliche Unterstützung auf deinem Weg brauchst, bin ich natürlich immer sehr gerne für dich da. Lass mir unbedingt ein Feedback für diese Folge da. Wenn du Themenwünsche oder Fragen hast, kannst du natürlich auch immer sehr gerne auf mich zukommen. Jetzt schicke ich dir noch eine riesengroße Umarmung und freue mich schon, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Alles, alles Liebe für dich. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea.